Rot. Nehmen wir uns mal hier so einen Joker. Ja, man kennt's schon. Ein Stern. Oh, ein Joker. Der ist gut. Das ist gut. Freue ich mich. Ja. Die Steine nerven gerade so ein bisschen schon, ne? Also, ja. Was macht der denn nochmal? Ich versuch's einfach mal. Achso, der hat diagonal praktisch überall eine Kugel weggenommen. Das ist okay. Also vom Ausschlagpunkt aus, sag ich mal, hat er diagonal die Kugeln gelöscht. Da wollte ich den eigentlich hinschmeißen. Achso, der verwandelt diejenigen in Bomben, auf die ich die werfe. Rot in Bomben verwandeln könnte was bringen, ne? Ja. Jetzt muss ich die nur noch zum Explodieren bringen. Wow. So, und den da unten kriege ich jetzt nicht kaputt. Das ist auch toll. Da könnte ich Gelb hinpacken. Nicht Geld, Gelb. Ach, guck mal, dadurch explodiert die auch schon. So. Es ist ja schon eine halbe Stunde hier rum. Da kann ich mir auch mal eine nächste Frage vornehmen, würde ich sagen. So, geht gleich los. Ich muss mir kurz ein bisschen hier überlegen. Also so. So, was haben wir denn hier? Gefallen dir die Star Wars Filme? Ja. Früher als Kind habe ich sehr gerne mit meiner Oma Star Wars geguckt. Die hat die nämlich alle auf Video gehabt, also die alten Filme. Ja, also Episode 4 bis 6 ist das ja, ne? Ja. Die habe ich sehr, sehr oft geguckt. Die mochte ich richtig gerne. Und als dann irgendwann im Kino die neuen rauskam, Episode 1 bis 3, war ich auch eigentlich schon Feuer und Flamme, die zu sehen. Die haben mich aber nicht ganz so umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind gut, ja, ich mag sie. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, welche ich mir angucke, dann würde ich doch eher die alten gucken. Die haben irgendwie, ja, haben einen anderen Charme. Gerade mit Harrison Ford dabei und so. Ach, das war irgendwie cool. Die ganze Aufmachung war irgendwie sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen. Aber nicht falsch verstehen, ich mag die neuen auch, aber da gibt es so gewisse Charaktere, finde ich, das hätten sie sich sparen können. Wie zum Beispiel diesen Jar Jar Binks, der dann dazugekommen ist. Das ist so ein nerviger Charakter. Ich weiß nicht, was soll der, ne? Aber das sehen natürlich auch wieder alle anders. Die jetzt zum Beispiel mit den Neuen aufgewachsen sind, die sagen dann, oh, sind die Neuen cool, aber die Alten sind voll langweilig. Also kann ich mir vorstellen. Ich spreche jetzt nur so als Beispiel, ne? Ja. Also wie gesagt, Star Wars gucke ich gerne, ja. Ich habe sogar alle auf DVD. Ja. Ich gucke sie mir auch hin und wieder mal an, so ist das nicht. Also es sind schöne Filme. Nicht meine Lieblingsfilme, aber es sind meine Filme. Ja. Aber es sind schöne Filme. So. Oh, Leute, Achtung, es ist soweit. Ich finde diesen Moment immer wieder so geil, ne? Hammer. Boing. Und boing. Ach ja. Diddle, 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 diddle. Ja, es läuft doch ganz gut hier, ne? Ja, wie gesagt, Star Wars ist schon nice. Gerade Darth Vader so als Kultfigur. Ich liebe den, der ist super. Auch schon wieder mein Lieblingssong. Es kommt, weil ich so oft gestorben bin. Dann wird er natürlich immer wieder gespielt. Aber momentan geht's hier eigentlich gerade und wir kriegen auch ganz gut Items danach geliefert. Das gefällt mir auch. Ich glaube auch, je öfter wir Kugeln zum Verschwinden bringen hier, ne, umso mehr Items kriegen wir nachgeschmissen. So ist das, glaube ich. So. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen kritisch. Was haben wir denn hier? Ah, der verwandelt, glaube ich, wenn ich den jetzt hier runterschmeiße, die ganze Reihe, also horizontal in blau. Ach, oben. Ich dachte unten. Okay, das geht auch.
Ja, das war auch nicht verkehrt. Ach, jetzt kommt da wieder ein Herz hin. Nicht, dass ich irgendwas gegen Herzen hätte, ne? Aber hier schon. In diesem Spiel schon. Okay. Das ist okay. Ach, jetzt gibt's auch noch Dunkelgrau. Dunkelgrau. Ich mach die Herzen mal weg. So. Grün ist gut. Okay. Ja, ich habe wieder nicht drauf geachtet. Das tut mir leid. So. Du kommst dahin. Dann nehmen wir dich dazu. Den mal weg. Ich könnte so eine graue gebrauchen, ja. Ja, ich blicke hier gerade total durch, wisst ihr? Herzen will ich nicht. Verdammt nochmal. So. Nehmen wir mal eine Bombe. Ach, jetzt kommt noch eine neue Blauart dazu. So ein, ja, wie nennt man das Blau? Weiß ich nicht. So ein Schwuchtelblau. Keine Ahnung. Ich kann das nicht genauer deuten. Ich pack dich mal daneben. Das ist aber ein dunkles Blau, ja. Jetzt habe ich einen Stern. Die Grauen hier, die können wir auch nebeneinander packen. So. Ja. Oh, den hätte ich gern. Scheiße. Komme ich an den Joker ran? Ja. Das war gar nicht verkehrt. Noch ein Stern. Ja, der wirkt leider. Der Joker wirkt leider nicht bei Sternen. Das ist sehr schade. Ich muss hier was unternehmen. Da brauche ich einen gelben. Bada babau. Da 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 da. Ach, scheiße, ich brauche einen roten. Ich komme aber an keinen ran. Das ist alles Murks, was ich hier versuche hinzubiegen. Ich könnte es so machen, okay. Was ist das denn? Ah, Entschuldigung. Ich muss mal eben kurz gucken, was der macht. Nee. Sorry. So. Wie geht das nochmal? Start, Start, genau. Was macht der nochmal? Ich muss kurz gucken. Man kann sich hier so ein Hilfemenü anzeigen lassen, für die, die jetzt noch nicht dabei waren. Zerstört alle Kugeln des Typs, auf den er fällt. Ah, sehr gut. Dann kurz. Ja, ich habe gerade verstanden, ne? Blau. Genau. Alles klar. Das ist natürlich perfekt. Das brauchen wir. So, was nehmen? Was machen wir kaputt? Gelb wäre schön. Grau. Grün wäre auch nicht schlecht. Rot. Nehmen wir Rot? Nehmen wir Rot. Okay, jetzt kriegen wir den gelben. Ah, sehr schön. Wir sind noch nicht tot, Leute. Wir sind noch nicht tot. Ich muss mal da raufschmeißen. Der macht so ein Wischiwaschi, ne? Aus dem ganzen Scheiß. Super. Das hat mir sowas von weitergeholfen. Ihr glaubt das gar nicht. Ah, ich bin gleich tot. Nein. Es kommt noch eine neue Farbe dazu. Ich raste aus. Danke, das war nett. Das könnte mir vielleicht den Arsch retten. So komme ich vielleicht noch an die Bombe dran, wenn ich noch eine dunkle graue kriege. Thank you.
Der wäre auch nicht verkehrt. So, was machen wir jetzt kaputt? Blau, ne? Blau ist gut. Nein! Okay. Ich hatte gerade so ein bisschen den Atem angehalten. Aber es geht noch wieder. Jetzt nehmen wir uns die noch. So. Gut. Ich widme mich noch einmal der nächsten Frage. Kenne ich Friedhof der Kuscheltiere Teil 1 und Teil 2? Ja, kenne ich. Und ich mag beide Teile. Ich habe mir die angeguckt, nachdem ich mir das Buch zu Gemüte geführt habe. Das Buch war praktisch Pflichtlektüre in der Schule. Und dann, so habe ich auch Stephen King kennengelernt. Ganz nebenbei. Und dann musste ich mir auch einfach mal die Filme angucken. Und Teil 1 ist halt sehr nah am Buch. Es ist eigentlich praktisch das Buch. Ich glaube sogar das Ende war gleich. Der hat mir gut gefallen. Von der schauspielerischen Leistung jetzt nicht so überragend, aber das ist bei den meisten Stephen King-Verfilmungen so. Ist aber jetzt auch nicht groß schlimm. Aber ein cool gemachter Film. Kommt natürlich nicht an das Buch ran, das ist ja in den seltensten Fällen so. Aber der Film ist gut. Und der zweite Teil, der ist eigentlich schon eine Geschichte, die... Ja, die Grundlage ist schon Friedhof der Kuscheltiere, das Buch. Aber ist halt komplett abgelöst, sag ich mal, so ein bisschen vom Buch, weil das ist halt Geschichte, die ist oben drauf gesetzt. Und ja, neue Charaktere und alles, aber es geht halt trotzdem noch um den gleichen Inhalt. Also es geht wieder um diesen Mic-Mac-Friedhof, wo die Tiere, die man da begräbt, praktisch wieder zu Leben erwachen. Das ist schon genauso. Nur, dass man da jetzt halt, wie soll ich sagen, ja, neue Geschichte drumherum gesponnen hat mit anderen Charakteren. Ja. So könnte man das sagen. Ich könnte das natürlich da wegmachen, aber bringt mir das was? Nicht wirklich. Geh du mal weg. So. Das passt da eigentlich ganz gut hin. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Darf ich den haben? Okay. So, da ist ein Teil. Wirbel. Der wird mich jetzt töten, aber ich mach's einfach. Es war klar. Der Wirbelsturm ist leider so ein Item. Entweder, ja, er macht alles frei oder... Was? Der Platz auf dieser Memory Card ist nicht ausreichend. Löschen Sie 3 Blöcke. Kann ich nicht. Breche ich jetzt. Ich wäre praktisch jetzt ins Menü gekommen. Das ist toll. Ich kann natürlich noch eine zweite Memory Card da einstecken. Habe ich hier irgendwo eine rumliegen? Klar, Moment mal. Scheiße. Ein Moment. Hilfe jetzt. Das tat bestimmt an euren Ohren weh. Ich habe mich gerade auf das Headset gestellt. Und damit habe ich euch dann praktisch rausgerissen aus. Nee, hab ich mir das Headset vom Kopf gerissen. So muss ich es eigentlich sagen. Dann ziehen wir die Memory Card mal eben raus. Und ich packe eine andere rein. So. Versuchen wir es mit der hier. Aha. Jetzt bin ich drin. Das ist ja witzig. Da ist auch eine Rangliste drauf. Aha. Also ich bin zumindest auf Platz 3 gekommen. Das ist doch schon mal was. So, eine Runde starten wir auf jeden Fall noch. Dann machen wir eine kleine Pause. Versuchen wir es nochmal. Okay, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Was hältst du von Remakes von alten Filmen? Grundsätzlich bin ich von Remakes kein Freund. Und, also ich sag mal so, manche Remakes sind ziemlich cool. Als Beispiel sag ich jetzt mal... Texas Kettensägen Massaker. Da sind die alten auf jeden Fall geil. Aber die neuen haben auf jeden Fall was. Die sind wirklich geil gemacht und die haben auch wirklich die Atmosphäre der alten. Vor allem, weil es auch diese typische Sound, kann ich ja schlecht beschreiben. Das ist so ein Quietschen. Klingt fast wie so ein bisschen, ja, wie so ein, ich sag mal so, wie so ein Metalltor, was so leise quietscht.
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich kann dieses Geräusch nicht nachmachen. Wenn ihr die Filme kennt, wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Jedenfalls dieser typische Sound von Texas Kensing Massacre, der auch in den alten Filmen praktisch schon verwendet worden ist. Der wurde 1:1 auch in den Remakes wieder übernommen. Und das finde ich super. Sowas liebe ich. Die sind cool. Und auch das Remake von King Kong zum Beispiel finde ich gelungen. Der alte schwarz-weiß King Kong, ne, den habe ich gesehen, der ist super. Ist ein Klassiker, ist ein toller Film. Aber das Remake von King Kong gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Das, ja, das sind so Ausnahmen, wo ich dann sage, ja, okay, da hat sich ein Remake wirklich gelohnt. Dann wiederum, Remake zum Beispiel von Halloween ist sowas von unnötig.